Grüß dich, mein Name ist Sebastian und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute geht es um Studioline Solo. Das ist ein Akustikpanel, was sich jetzt im Hintergrund an der Wand befindet. Und wie ich das angebracht habe und wie ich hier diese LED-Stripes eingearbeitet habe, das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Und das Akustikpanel gibt es auch in unterschiedlichen Furnieren oder Deckschichten, beispielsweise Nussbaum, Eiche oder Fichte. Es gibt auch unterschiedliche Arten, Studioline Plus oder System. Ich werde euch mal unten in der Videobeschreibung den Link von der Webseite, besser gesagt von den Holzwerken Ladenburger, verlinken. Und so sah das Ganze beim Aufbau aus. Ich habe die alte Verkleidung von der Wand abgerissen und da kam ja teilweise der Putz runter und das Mauerwerk zum Vorschein. Und das Ganze habe ich jetzt ganz schnell und einfach mit einem Akustikpanel verkleidet. Dazu braucht ihr keinerlei große Vorkenntnisse. Ihr braucht einfach eine Konterlattung, worauf ihr das Ganze dann schrauben könnt. Das Ganze fungiert dann mit solchen Klammern, die ineinander gesteckt werden, besser gesagt den einzelnen Panel Halt geben. Und hier in der großen Werkstatt bei mir habe ich auch mal eine Wand verkleidet. Da habe ich das Ganze auf eine USB-Platte gesetzt, fertig. Das geht recht schnell, ist einfach und du hast am Ende einen riesengroßen Wow-Effekt. Wir haben daraus auch schon mal ein Bettkopfteil gebaut oder auch eine TV-Wand. Also das Ganze ist wirklich universal einsetzbar und macht eine Menge aus. Und ein kleiner Nebeneffekt, du hast einen tollen Akustik im Raum. Heute geht es eher darum, wie ich Licht in die Sache mit reinbringe. Ihr könnt schon sehen, dort habe ich nämlich Aluminiumprofile eingelassen und die werden beleuchtet mit LED-Stripes von Paulmann. Dafür habe ich mir diese zwei Sets zusammengestellt und diese zwei Profilleisten und die möchte ich jetzt in diesem Akustikpanel einlassen. Zunächst legen wir uns das Ganze erstmal hin und bestimmen die Länge. Da es Aluminium ist und Kunststoff, kannst du das problemlos an der Kappsäge zusägen. Mach das Ganze langsam und bedacht, damit ja das Profil nicht hochschlägt oder es ordentlich knallt. Im Anschluss zeichnen wir uns das Ganze an, um es dann herauszutrennen, besser gesagt, um Platz zu schaffen für diese Aluminiumprofile. Und das geht eigentlich recht einfach. Ich habe recht wenig Werkzeug hier. Ich habe hier ein Multitool von Bosch. Damit können wir beispielsweise jetzt den Steg heraustrennen. Aber ihr könnt das auch mit einem Fosnerbohrer machen und mit einem Stecheisen. Das geht hier ein bisschen genauer. Und wir bohren gleich passend dazu das Loch für das Kabel. Und das Ganze müssen wir an alle vier Eckpunkten machen, denn wir nehmen einen Stripe, der dann von einem Loch zum anderen Loch geführt wird. Ja, und zum Raussägen oder Trennen, normalerweise würde man jetzt eine Oberfräse nehmen, aber da ich gerade meine Werkstatt neu beziehe, hatte ich nichts anderes da, außer eine Tauchkreissäge. Und das Ganze funktioniert wirklich wunderbar. Natürlich musst du die Führungsschiene so ein bisschen einstellen und das Ganze öfter wiederholen, aber dann kannst du die überschüssigen Material wirklich herausbrechen und den Rest, die Ecken, kannst du dann mit einem Multitool nochmal bearbeiten. Voila! Und schon kannst du dein Aluminiumprofil einsetzen. Bevor wir das Ganze verkleben, müssen wir noch mal kurz die Kunststoffblende abnehmen und die dementsprechenden Löcher bohren. Hierfür verwende ich einen Stufenbohrer von der Firma Ruco, damit wir dann später auch den LED-Stripe, besser gesagt die Stromzufuhr, gewährleisten können. Die Profile könnt ihr, wenn ihr möchtet, mit Montagekleber fixieren oder ihr schraubt das Ganze fest. Und jetzt kommen wir zum Highlight, zu den LED-Stripes. Die können wir jetzt reinsetzen und festkleben. Und da habe ich mich ja für zwei Sets entschieden, da ich eine gewisse Länge brauche. Sprich, das Ganze wird jetzt hier zusammengesteckt, das zweite Set. Und dann kommt noch die Abdeckung drauf in schwarz, matt.
Und dann bringen wir das Ganze an die Wand an. Und das Ganze ist auch ganz einfach. Ihr müsst nur bei der Konterlattung darauf achten, dass ihr da so ein bisschen ja, am Profil so ein bisschen was ausgefeilt habt, damit ihr das Kabel schön hochführen könnt. Und dann wird das Ganze reingesteckt, Feder-Nut-Prinzip bei den Akustikpanelen. Und dann kommt das nächste Brett. Und ruckzuck ist dann die Wand verkleidet und sieht so aus. So, jetzt noch ein, zwei Lampen in Szene gesetzt und voilà, ist der halbe Raum so gut wie saniert. Also ihr habt schon anfangs gesehen, das war wirklich eine wirklich Mordsarbeit. Aber der Raum ist jetzt komplett fertig und damit auch abgeschlossen. Es gibt noch weitere Projekte vom Studio Line Solo. Beispielsweise haben wir da einen Kopfteil vom Bett gebaut oder eine TV-Wand gebaut. Die zwei Videos werde ich dir mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und wenn du wissen willst, wie dieser Raum hier gesamt aussieht, dann schau dir doch bitte das Makeover dazu an. Das wirst du auch unten in der Videobeschreibung finden. Ansonsten würde ich mich über einen Handwerker-Daumen nach oben von dir freuen und natürlich über ein Abo, denn ich gehe jetzt rüber. Dort ist nämlich meine Werkstatt und die wird nämlich gerade auch ausgebaut. Besser gesagt, ich baue sie aus und darüber gibt es natürlich auch Videos.